Alter. So, was gibt's denn Neues? DK Games 2016! RottenMG27.7.dk! Was? Was? Das war schlecht, nein, DK. Wuhu! Erstens, zweitens. Boah, Free Pack habe ich schon geöffnet. Es sind ziemlich viele Farben gewesen. Ich brauchte Farben, also geil. Und fucking DK Games ist endlich da. Hallo Leute, nochmal so, das, ich habe mal ein bisschen anderes Intro versucht. Ich weiß nicht, ob das so das beste Spielen der Welt war. Ich kam mir gerade eher vor wie der Fuck. Lass mich noch schnell rein. Okay, danke. 15 Minuten reichen. Aber auf jeden Fall, es ist eigentlich soweit. Heute, den 19.07.2016, haben wir es endlich geschafft, aus dem Bann des Kabans zu kommen. Und endlich, vielleicht, so, ich komme rein, vorhin, und dachte mir so, okay, es ist bisher noch nichts. Und jetzt komme ich rein und sehe, Free Pack! Month of the Mad God! Join the fucking community! Macht es! Macht es! Ich muss in die Scheißmitte da rennen! Hi! Hi! auf jeden Fall Qualität, hoffentlich immer noch passt. Ding an. Ja! Musst aus deiner jetzigen raus. Keine Ahnung, wie man das schreibt, I don't care. Grammatik 5. Aber auf jeden Fall, ich bin richtig hyped. Schon jetzt habe ich jetzt schon fast, also jetzt habe ich gerade mehr gekriegt als in den letzten paar Monaten von Realm. Ich weiß nicht, was mit der Landschaft hier los ist, weil sie so komisch lädt. Deswegen, ich bin mir nicht, also ich habe Angst, dass ich vielleicht ein bisschen Lags habe oder so. Weil mein Internet ist zurzeit sowieso irgendwie komisch gewesen. Aber auf jeden Fall, ich bin richtig hyped, ich freue mich, wie schon gesagt, im letzten Video, da war ich ja schon hyped und keine Ahnung, dann wurde es verspätet und dann bald Explosions, weil Explosions in meinem Hirn, weil ich unbedingt machen wollte. So, und jetzt kann man endlich vielleicht, also wahrscheinlich ist es jetzt gerade das noch, weil halt alles übernommen wird und die Server und so weiter jetzt erstmal stabilisieren müssen und so weiter. Aber auf jeden Fall bin ich extremst glücklich. Ich freue mich. Ich hoffe, dass DK Games das absolut when UT Weekend. Wahrscheinlich, ey, wenn das rausgehauen wird, Jungs, dann gibt es eine ganze Folge UT. eine ganze Folge einfach nur UT Trade und so ein Shit und wie ich mich da irgendwie rumtrade. Aber auf jeden Fall fucking hell. Was wollte ich gerade sagen, wie ich da rumtrade und so weiter. Und ja, also ich bin richtig froh. Irgendwie, ich weiß, dass es kann verdammt cool werden. Und es wird wahrscheinlich auch verdammt cool. Also hope, let's hope. Warte mal. Kannst eher hallo sagen. Ihre. Eher. Und ein Cube Gold ist gespawnt. Was ist Vieh? Let's get going, mate! Genau, Mofa. Siehst du, dann siehst du dich selber im Video. Und wenn man sich selber sieht, wie man selber spielt, dann spielst du ja am ja, meisten. Sag mal gleich, ich muss einen Cube Gold machen. Und ich muss sowieso mal schauen, auf welchem Server ich jetzt eigentlich bin. Nicht im Cube, nicht im Gotland, nicht im Gotland, nicht im Gotland, nicht im Gotland. Ich verweigere es dir. Der Priester ist ein verdammter. Ey, Alter, es ist Rambo. I don't care, I want my loot. I want my loot, you bitches. You motherfucker. You dirty motherfucker.
Meine Fresse, ich laber gerade Shit, Alter. Aber das war jetzt vielleicht ein bisschen... Kann man noch... Oh, Halleluja! So, fuck. Server... Ist ja eigentlich EU-North. EU-North am meisten. Fuck! Fuck, Vlauch! Hamid ist tot. Hamid ist tot. Fuck. Egal. Ocean Trench. Easy. Mit so vielen Leuten. Natürlich. aber so Zimmer das mit den. Also ich würde eigentlich noch mehr über die Dicker Rims gehen, aber mich interessiert eins mehr. Weil, Ding. Darauf bin ich so ein bisschen sozusagen aufmerksam gekommen, weil ich erstens ein Video geschaut habe von einem englischen oder wenn man es nehmen will, kanadischen YouTuber. Vielleicht kennt einer Nick2080, den FIFA-YouTuber, den. Sau witzig. Aber auf jeden Fall hat er so gesagt, dass Ding, dass in der Subbox von vielen Leuten irgendwie die Videos nicht ankommen und seitdem wir haben halt bei jedem sozusagen ein paar Subscriber gelöscht, die halt nicht aktiv sind oder halt nur Bots waren oder so ein Scheiß. Aber auf jeden Fall kommt bei vielen Leuten der Abo-Box nicht richtig die Videos an und dass irgendwie die Views auch manchmal in Hälften sozusagen sind und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass, keine Ahnung, vielleicht mehr Leute vielleicht jetzt nicht gucken oder so die Videos, ist ja auch kein Problem und so weiter. Aber vielleicht liegt es halt auch daran, dass vielleicht manche das in die Subscribe-Box nicht kriegen. Ich habe echt was. Ich schwöre, der Ring macht mich fertig. Fuck off! Jetzt habe ich in zwei Folgen hintereinander zweimal Feed Power! Warte mal, das war nicht mehr Bulwark. Wo sind das Viech da und so? Aber ihr halt so, ich weiß nicht, vielleicht, also ihr könnt mir Bescheid sagen, ob es bei euch halt ganz normal ist. Vielleicht, genau das kann es halt auch sein, so vielleicht kommt bei manchen halt einfach nichts an und vielleicht denken sie sich so, ey, wieso ladet der nichts hoch und so weiter, obwohl ich was hochlade. So, keine Ahnung, das wäre halt dann wieder scheiße, weil es ist halt Views, es sind Leute, die halt meine Videos nicht schauen können, das ist dann auch wieder scheiße. Und ja, halt einfach nur, wenn halt sozusagen ihr mir Bescheid geben könnt, ob bei euch alles okay ist und so weiter. Und ja. Aber sollte, also ich hoffe einfach, dass bei jedem ganz normal funktioniert. Weil das mit der Subscribe-Box, das ist manchmal echt ein bisschen komisch, weil manchmal so, ich krieg ganz normal die Videos rein oder so und wenn dann auf einmal so 20, also jetzt mal von anderen YouTubern her, wenn dann so auf einmal 20.000 Leute irgendwie das nicht hätten, 20.000 Leute, überlegen. Wieso schießt mein Typ nicht? Das ist Damage, my friend! Table, ja, du bist ein Witziger. Nichts, ey. Sind Shadows. Ey. Ey. Handy. Handy. Ich weiß nicht, könnte mein Bruder sein, deswegen will ich da schnell ran. Ich bin hier. Ich bin hier. So. Ja, so geht's so. Ja. Oh, ein Pentarax. Sorry, wenn ich halt immer... Oh Gott, ich hab mich so gut geportet. Wenn ich treffen würde, ich Idiot. Nix. Kann man aus dem verdammten Remix machen. Nichts. nichts. Wann kriege ich sonst was aus so einem Purple? Oder nee, was kriege ich sonst aus so einem Purple? Das hört das nicht. Ach Gott, nee. Damit fangen wir jetzt nicht an. Aber, ja, das soll das ja auch bald wirklich am Restarten. Aber auf jeden Fall halt hoffentlich, dass mit der Subbox das nicht irgendwie bei euch oder so. Ja. Und sonst. Keine Ahnung.
Ich bin wirklich hyped darauf, was jetzt in den nächsten Tagen kommt und so weiter. Also wenn ihr das Freepack dann noch nicht habt mit den Farben, dann auf jeden Fall abchecken. Das gleiche halt direkt, wie schon man gesehen hat, auf der sozusagen Startseite, wo man die Charaktere hat. Und ja. Was gibt's noch so? Eigentlich nichts. Was? Uiuiui, ein Ding schon, die Fanse. Die Fanse. Warte mal, was hat den gefragt gerade eben? Aha. 7-8. Fuck. Strich 8. Ja, bei vielen Leuten ist ja irgendwie eher Teleport, aber ich hab's immer auf Tab gehabt. Weil man nicht weiß, über was man reden wollte. Ey, ich hab manchmal wirklich so kurze Sekunden, wo ich einfach so wie so ein sozusagen Gehirnaussetzer hab. Einfach alles so. Fuck. Was wollte ich jetzt nochmal? Ey, Beruf, was wollte ich jetzt nochmal? Damage! Oh Gott! Meine Reaktion auf mein komplettes Leben? Nein. Denk schon auf die Füße! Ich krieg ziemlich viel Damage. Hab ich was gekriegt? Alter, die machen ja Damage. Ich hab nichts. Ich hab wohl nichts. Da war die Tincture of Defense ziemlich scheiße eingesetzt. Und sonst? Also ich rate meine Sing-Skills von 10 auf 20. Und natürlich stimmt ihr mir auch alle zu. Das Rape blickt auch. Nee, nein. Langsam bricht das aus. Das ist schlimm mit Knight vor allen Dingen, wenn du so Knight hast, noch nicht auf Speed Max oder halt einfach jetzt gerade noch Level 20 und das war's und du gerade eine Knight PPE machst, hatte ich ja. So, ein Panzer halt. Bloß, dass du auch keine wirkliche Defense hast am Anfang. Heißt, du bist ein irgendwas. Irgendwas, was sehr langsam und keine Defense hat. Sehr schön. Nachdem ich sehr viele Daumen nach oben gehalten habe und nicht weiß, wegen was wollte ich sagen? Genau, Ding. Ich wollte mal vielleicht, also eigentlich schon. Weiß ich nicht. Glaubt ihr, das ist noch abgezogen? Denke schon! Aber vielleicht so eine, also ich weiß nicht, ob kleine Serie oder vielleicht doch immer länger, weil gibt's auch ein Ranked. Evolve, Stage 2. Ich habe ja darüber, glaube ich, schon im letzten Video geredet. Und ich will davon auf jeden Fall eigentlich ein Let's Play machen, weil ich finde das Spiel voll geil. Ich hatte jetzt bisher nur einmal eine Runde mit wirklich heftigen Hackern, aber sonst war eigentlich meistens immer alles okay. Und ja, mir macht das halt richtig Spaß zu spielen. Ich würde heute auch gern so, weil oft als Monster spielen, weil viele wollen das irgendwie nicht und ich fand das eigentlich immer relativ interessant, weil ich ein Monster halt gerade besonders irgendwie gut kann. Wenn ihr Evolve spielt, die Gorgone, also die Spinne. Und ich weiß nicht wieso, aber ich kann das Viech extremst gut spielen. Und habe damit, ich glaube, jetzt insgesamt 4 oder 3 Mal höchstens verloren und 18 Mal damit gewonnen oder so. Also die KD ist relativ nice. Nein, ich lasse mich nicht nochmal von den Spacken killen. Nicht von den Kacken, von den Spacken. Dun, 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 dun. Oh Gott! Mein Herz. My fucking heart. Ja, okay, jetzt kann man weitermachen. My body is ready. Oh, er war ready.
Ich habe nur leicht Lags, aber sonst ist alles okay. Oh ja, nichts. Oh. Ich wundere mich so, what the fuck? So, nichts am Hören, alles ist leise. Ich denke mir so, the fuck. Ich komme so als Letzter in den Orix. Thank God I'm a Ninja! Okay. Sollte man sich bitte einrahmen und über sein Zimmer hängen, bitte. 10 out of 10 würde ich dazu sagen. Wenigstens ein ATT, so ist es nicht. Naja. Schauen wir mal, vielleicht ist noch ein Ding, ein VC und ich krieg so 4 Tops oder 5 oder 6. Und dann haben wir's. Aber auf jeden Fall, ich hab, also sagen wir es so, ich würde echt gerne Evolve spielen, weil das würde mir Laune machen. Trove werde ich, also Trove habe ich ja einmal ein Part gemacht und eigentlich wollte ich das ja auch mal spielen damals, aber ich habe überhaupt keinen Hype darauf, also werde ich das wahrscheinlich, was soll ich sagen, ich werde das Video da lassen und so weiter, aber ich werde die Playlist wahrscheinlich weg. Und da wird er einfach, vielleicht mache ich irgendwann mal weiter, aber jetzt habe ich überhaupt keinen Hype drauf, deswegen so, ich habe eher Bock wirklich auf Evolve, sorry ja so alle für, die vielleicht mal Trove wieder sehen wollten. Dann, Cry of Fear kommt auf jeden Fall, weil ich will weiter Horrorspiele spielen, weil es macht mir selber Spaß, mich umzuschreien zu sehen, wie der letzte Bitch. Aber, ja, komm, geh mit 1300 weg, Alter, leck mich doch am Arsch, weißt du, ich spiel Go und das einzige, ja, hier, komm. 3500, 3100, ich habe irgendwas mit 300. Meines, was? Oh, fuck. Ey, wieso bin ich eigentlich immer so brain AFK? So, kurz warten, bist du schon geschafft? Nein. Sowieso jetzt 17 Minuten lang das Video. Also auf jeden Fall, sagt mir Bescheid, wie ihr Evolve finden würdet. Ich hätte sehr, sehr Lust drauf. Wegen Trove, aber, Cry 4 kommt auf jeden Fall wieder. Joy of Creation werde ich auch mal wieder bringen. Aber das wollte ich ja wie so eine Miniseries halten. Und ich habe ein Spiel, was ich mir holen will. Für 10 Euro gibt es das. Assemblance, wenn das wen sagt. Gronkh spielt es zurzeit. Ich habe mir davon was angeguckt, dass ich ein bisschen weiß, was da so los ist und so weiter. Aber ich habe mich eigentlich nicht zu viel gespoilert und sowieso, ich würde den ganzen Shit wieder vergessen. Und das ziemlich schnell. Also das Spiel da, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist sehr viel sozusagen ein bisschen mit Rätseln und so ein Shit vergesse ich recht schnell. Das ist irgendwie ziemlich gut, weil so Rätselspiele machen dann halt Spaß, wenn du es noch nicht kannst. Aber auf jeden Fall hätte ich da richtig Lust drauf. Ist ein extrem atmosphärisches Spiel, einen guten Soundtrack hat. Also alles, was ich feiere an Spielen, hat. Also, und extrem gute Grafik. Deswegen hätte ich da richtig Lust drauf. Also wenn ich mir es holen kann, dann werde ich es mir holen und dann hau ich auch rein. Aber Evolve hätte ich auf jeden Fall Lust, sag mir Bescheid. Und hier, warte mal. Die Dyes, die ganzen Farben, schwarz, weiß, purple, nochmal weiß, dann so lila, pink, dann das, was cool aussieht und das hier. Ja, das kann ich bei einem Sorcerer machen, das sieht dann immer voll cool aus. Cool! Warte, das schauen wir uns jetzt noch an, weil das würde ich kurz machen. Aber bei meinem Sorcerer, oder warte mal, da muss ich dann für den Slime-Skin, glaube ich, anziehen. Wo haben wir denn? Da. Der macht mir auch Spaß. Nee, nicht den Slime-Skin. Ich glaube, da braucht man einen ganz normalen, stimmt. Ah, der hat diese schwarzen Augen und er. Ja. Warte mal, da muss ich. Ja, und dann kann ich den hier machen. Mal. Das sieht cool aus. Ich finde das cool. Wie? Haben die sich immer so bewegt? Updates after Updates hier, meine Walls. Oh, ergötzt euch. Aber auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr liked und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat irgendwie das Intro gefallen. Ich werde es mir jetzt angucken und wahrscheinlich mir so 2000 Facepalms geben und währenddessen denken, was für ein Idiot ich bin. Aber fuck it. Mir macht Spaß. Euch hat es hoffentlich auch irgendwie gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt ich. Oder so. Und. Oh shit, I can't talk to you, man. Hoffentlich haben die auch Deutsch. Egal. Also, ist mir eigentlich auch egal. Ich kann ja Englisch. Also, bis dann. Tschüss.